Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu Woche 2 in Division 2 in der neuen Season. Und eine neue Fahndung ist am Start und wie ihr seht, die Information ist gut hingekriegt, Agent. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Erkunden Sie das schöne Foggy Bottom und suchen und finden Sie heraus, ob Sie meine nächsten Rätsel lösen können. Aktivität 1 ist, bevor wir uns treffen können, müssen Sie sich um einen Bösewicht kümmern. Bösewicht, da können wir die normalen Gegner schon ausschließen, das muss ein Benannter sein. Deswegen machen wir in Foggy Bottom ein Kopfgeld. Ja, gehen wir hin. Foggy Bottom, wählen Kopfgeld aus. Und wenn wir ein schönes haben, so, nehmen wir die zwei. Und gib ihm. So, Sperraktivität abgeschlossen. Das war Stufe 1. Ihr könnt schauen, Aktivität 1 abgeschlossen. Die zweite ist, dieser Ort war mal so glamourös, jetzt ist er nur noch voller Leute, die einen Platz in der ersten Reihe wollen, um die Welt brennen zu sehen. Und dafür müssen wir ins Potomac Event Center und müssen dort bis zum Ende spielen. Oh, und das hier ist der schöne Konzertsaal. Und noch die paar Gegner platt. So, sehr gut. Und damit haben wir die zweite Aktivität für den Späher abgeschlossen. Gehen wir mal drauf auf die Fahndung. Und sehen wir hier, der Einsatz Potomac Event Center in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abschließen. Teil 3 ist, testen wir Ihre Fähigkeiten, Agent. Fortschritt 0 von 15. Das auch ganz einfach, Leute. Holt euch ein Bild und macht 15 Fertigkeiten-Kills. So, kill den letzten. Zack. Und das war der letzte Gegner. 15 an der Zahl, müsst ihr mit Fertigkeiten killen. Und dann können wir ganz normal zum Weißen Haus zurück. So, ich glaube, Brille schickt uns eine kleine Schnitzeljagd. So. Damit wäre die Fahndung Woche 2 freigeschaltet. Fertig und wir müssen warten bis nächste Woche. So, und das war's auch von mir, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.